Haha, Freunde, willkommen bei uns auf dem Kanal heute hier. Heute auf Fischkoda spielen wir die Demo von Lazarett. Hör mal, er muss jetzt kesseln, jetzt muss er hier losgehen. Was für eine Scheiße, so was kann man nicht machen. Willkommen bei uns auf dem Kanal, ihr Lieben. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Lazarett für euch. Und ja, dann rinnen die Kojen und dann ab geht's. Schön, wir sind die, die Leute retten sollten, die Leute retten sollten, die Leute rausholen sollten. Oh, krass. Oh, hier wird aber geschwankt, Alter. Eieieiei. Mischen bitte wieder raus. Aber nicht das. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uha. So. Ach du Scheiße. Aber es ist schon ganz cool eigentlich tatsächlich, dass die Ketten sich ebenfalls so ein bisschen anpassen irgendwie an die jeweilige Lage gerade. Schön. Okay. Oh Gott, Alter, wie groß ist denn der Kahn, ey? Ach, hey. Ja, gut, schön. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hier sind. Was haben wir hier? Ah, hier. Vierstelliger Zahlencode. Damn. Haben wir natürlich nicht. Müssen wir noch finden. Also, wir sind der letzte Überlebende irgendwie, oder was heißt der Typ, der es geschafft hat hier irgendwie. Wir sollen investigativ, sollen wir rausfinden, was ist hier mit diesem Fahrstuhl nicht in Ordnung. Und mit der Kette. Warum hängen denn hier Ketten? Wer hängt denn hier Ketten hin? Wirklich. Also, muss doch nicht sein. So, hier nichts. So, ich befürchte tatsächlich, dass dieser Kahn echt mega groß ist irgendwie. Und ich hoffe irgendwie, dass sich das hier mit den... Scheiße. Dass ich das mit dem Hin- und Herlaufe hier irgendwie nicht zu sehr, dass das da nicht zu sehr ausartet. It's locked. Okay. Gut, also wir brauchen einen Code, wir brauchen einen Schlüssel. Und wir brauchen eine frische Unterhose, wenn das so weiter geht, Freunde. Wat? Wa? Okay. Okay. Das finde ich ja toll. So Puppen. Schön. Also nicht Puppen im herkömmlichen Sinne, sondern eher so Schaufensterpuppen. Mannequins. Ach Gott. Ja, und schön noch ohne Sicht. Wunderbar. So, können wir das aufmachen? Ja, können wir. Aber die Textur an sich, also die Grafik an sich. Warum, Alter? Grafik sieht ziemlich cool aus. Muss ich nochmal zurücknehmen. Was ist denn? Ist das eine Puppe oder was? Ist die Uffi-Blasen? Also, ja, nicht falsch verstehen. Die Umgebung, also, sieht schon cool aus, die Grafik. Aber, Alter, das sieht ja... Da hätte man noch dem Grafiker nochmal 3 Euro mehr geben können. So, was haben wir hier? I can't broken by the hand. Okay, wir können es... Oh, crouchen. Und? Da liegt... Ah, okay, da lag jemand. Mischtig nicht. Irgendwo flimmert irgendein Radio. So, haben wir denn... Ich habe auch keine Taschenlampe und nichts. Mann, das ist hier wieder... Stochern im... Was haben wir hier? Nein, halt, Alter. Halt, ich muss mich verstecken. Oh, das Stresslevel steigt gleich wieder ins Unermessliche, ey. Also, jeder kennt doch die Scheiße. Wie im Spinn verstecken. Plop! Ist da sofort Outlast-Flashbacks. Oh, was ist da? Ah, was haben wir denn da? 1947. Na, da haben wir doch einen Code. Da haben wir noch eine vierstellige Codenummer. Jetzt müsste ich bloß noch ein bisschen... Was, Alter? Mann! Oh, wieso? Ah, das war schon mal die richtige. Und wir haben einen kleinen Anker. Und ich bin der Meinung, den... Da unten war da gerade so eine Waage mit diesem Anker, ne? Irgendwie. Bin ich der Meinung. Oder eine Taschenlampe. Taschenlampe wird wahrscheinlich super fett. Mann, hör doch auf!
ist so ein Ding, wo ich jetzt instant die Steuerung an Benny übergeben würde und sage, it's your turn. Aber nein. Nein. Benny sitzt jetzt bestimmt beim Schneiden und denkt sich so. Nice. Ich hasse diese Mannequins irgendwie, ich hasse diese Puppen und die zähle ich mit dazu. Was? Ich bin gerade nicht über meine eigenen Schritte hier erschrocken, ey. Ja, guck mal hier. Okay, okay, okay. Resident Evil ähnlicher Öffnungsmechanismus der Tür, kann man machen? Was ist denn das denn noch, Alter? Ist das Wasser? Da ist doch was im Wasser da. Mann. Aber unsichtbar, ne? Ja, dann lassen wir das mal einfach so. Oh Gott, kocht das? Ist das kochende Blut da unten? Ich get. Nee. So, ich möchte ins Mikro beißen. Und auch hier bin ich wieder am Kotzen irgendwie, dass ich jetzt nicht Benny mental, moralisch neben mir habe. Sondern hier. Allein! Danke, Mann. Ich sag mal so, it's a trap. It's a trap. Alles schmeckt nach einer Falle. Wehe, der spinnt jetzt hier wieder. Na? Muschelmann? Was hast du da? Ein Schlüssel. Den nehmen wir natürlich. Und jetzt haben wir quasi den Schlüssel für die Tür. Shift to run. Nein, muss ich jetzt wegrennen? Muss ich jetzt hier wegrennen? Ja, Shift to run. Meine Fresse geht der ab. Wow. Das ist schon krass. Das ist ja Hammer. Schön. Und halt schwangere Musik. Wow. Warum? Wieso? So. It's unlocked. Wunderbar. Hindurch. Okay, 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 okay. So, hier ist alles verbracht. Das ist ja toll hier. Das sieht ja schon ja schön aus. Warum sagt er? Oh, tatsächlich nimmt er die Treppen relativ schnell, muss man sagen. Mann, das ist wieso. Kann ich hier weiter runter? Nee, kann hier nicht weiter runter. Ich möchte jetzt hier nur so weinerlich sein, aber ich finde das wirklich unangenehm hier. Wirklich, wirklich unangenehm. Not aus! Not aus! So, überhaupt nicht unheimlicher langer Gang. Komplett dunkel. Please give me a flashlight or something else. Was ist denn das nun? Wieso bin ich hier? Warum? Was ist das für ein Käse? Na, und was erinnert euch dieses wunderbare Plättchen? Pella. The Mortuary Assistant. So, schön hier. Ich wollte die Lampe nicht kaputt machen. Ich wollte die Lampe nicht kaputt machen. Oh. Lauf, Mann. Wie? Ah! Alter! Dich hat's voll erwischt, Mann. Oh! Oh!
Alter, muss man sich mal vorstellen, irgendwie, wir reden hier wahrscheinlich von, das sieht aus wie, nicht wie Stahl, sondern wie Stahlbeton, Alter. Und da treibt man so einen Kuhfuß drin. So, Grusel-TV will ich nicht gucken, tatsächlich. Kann ich hier nicht einfach mal Licht anmachen? Ach Gott. So, okay, also das Spiel scheint auf sehr viel Backtracking zu beruhen. Irgendwie, ich hab... Oh, oh Gott, er hat da vorne um die Ecke geguckt. Oh, shit. Oh, fuck. Ja, also wir haben jetzt den Kuhfuß, wir gehen jetzt hoch und werden uns mal wahrscheinlich durch die Holzbretter durchpressen, durchprügeln. Mal gucken, was wir da finden, was wir wahrscheinlich ganz unten benutzen. Also, ist, wie gesagt, Backtracking ist echt heftig in dem Game, finde ich. So, denn hier mal einmal. Und es geht, wunderbar. So, open up. The statue start to appear on the third day. Ach du Schande, okay. It was just one or two at first, but more would show up every day and by the end of the week there were dozens of them. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, lief, glaube ich, nicht so gut irgendwie. Was? Was? Soll jetzt pfeifen? Oh nee. Oh nee. Nee. Oh, was haben wir da? Flashlight. Danke. So mal, jetzt grundsätzlich kurz mal eine Frage irgendwie. Ist es jetzt so, dass tatsächlich wir jetzt pfeifen und Überlebende sagen uns, hey, ich bin hier, oder ist es viel schlimmer und es sind die Statues, die uns in der Nähe sagen. Wir haben jetzt eine Taschenlampe. Tatsächlich würde ich gerne mal probieren, die oben in diesen dunklen Arealen zu benutzen. Fürchterlich. Das ist ja wirklich fürchterlich. Jetzt, ich geh mal erstmal zu dem Fernseher. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Can't be opened by hand. Ja, wir hatten doch vorhin so einen schönen Kuhfuß, Alter. Wo ist denn der? Oh, oh Gott, und jetzt sind so viele, jetzt sind so viele. Na gut, also wir müssen anscheinend jetzt erstmal irgendwas finden, womit wir da anscheinend durch die Lüftungsgitter kommen. Und ihr könnt wetten, dass das am Arsch der Welt ist. Und? Ah, verschlossen. Schau mal an. Ah, hier sind wir bestimmt am Treppenhaus. Ah, genau, alles klar. So, ganz kurz hier hinten nochmal schauen. Darf ich hier nochmal kurz ran? Dankeschön. Das ist ganz lieb von dir, kleiner Muschelmann. Ich geh mal kurz weg. So, es wäre nicht. Ja. Verdammte Axt, Alter. Hier. Jetzt lockt. Fehlt noch ein Schlüssel. Also zwei Schlüssel bräuchten wir. Oh Gott, Alter, das ist halt. Mann, das ist schlimm. Wollen wir mal eine rostige Axt nehmen oder diesen ollen Hammer? Alter, was ist denn jetzt? Ist das aus Holz oder was? Ist das jetzt gut, dass wir keine Antwort kriegen oder nicht? Oh. Es ist ja so scheiß groß, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Und wir müssen anscheinend Dias finden, oder was? Ja. Hast du Dias? Nein. Kennst du Cameron Dias? Nein.
schlechtester Joke heute ever. So, also zwei Schlüssel und Dias müssen wir finden. Vielleicht finden wir auch ein Dia, wo eine Code-Kombination drauf ist für diesen Safe. Das kann natürlich auch sein. Dass wir ja keinen Schlüssel für den Safe finden müssen. Mann, fuck, Alter, ey. Oh shit. Oh shit. Oh Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Interessant, ob der wiederkommt. Er fällt mir halt auch so. Oh, warte mal hier. Was ist das denn? Okay, ein Ziffernblatt. Okay. Okay. Wir brauchen noch eine Kombination. Und wir haben nichts. Wir haben hier nichts, Alter. Aha. Okay, also hier haben wir eine Uhr. Ist das jetzt ein Indikator irgendwie? Tatsächlich ist das aber wahrscheinlich der beste Indikator irgendwie. Du hast eine Zeichnung mit der Uhr neben diesem. Also ich denke, einer dieser Kombinationen wird sein. Also, probieren wir mal. 11, 0. Scheiße. 7? Nee. Auch nicht. Auch nicht. Scheiße. Hey, 23 Uhr warten nicht. Das war 22:35. Jetzt 35 für 22 oder was? Das macht ja auch keinen Sinn. Aber könnten natürlich auch 11:35 Uhr gewesen sein. Ja. 11:35 Uhr warten. Und wir haben. Den Schraubenzieher, Alter. So, okay, damit dürften wir wahrscheinlich vorne diese Gitter aufmachen können. So, und Metal Gear Solid Flashbacks. Da, na, na. La, la, na, na, na. Und wir sind im Raum, der von außen nicht zu öffnen war. So, okay. Es wäre natürlich cool, wenn wir hier mal einen Schlüssel finden. Oder eine Schlüsselkarte oder irgendwas. Eine Mondsichel? Wo zur Hölle war denn die jetzt einzusetzen? Ist sie beim Safe einzusetzen? Bei dieser Geldkassette? Die Tür. Ah, ja, genau, die Tür. Und wir haben die Dias. So, flupp, flupp, flupp. Schauen wir mal, was passiert. Okay, das ist das Ding mit der Geldkassette. Wieder die Geldkassette. Nein, da ist ein Schalter dahinter? Ach komm, ey. Das ist nicht fair. Oh, Mann! Warum? Oh. Oh, da bitte. Einmal fette Bugbälle. Hier hinten sagst du bei der Tür, könnten wir die Mondsichel einsetzen? Sieht gut aus. Und jetzt brauchen wir natürlich noch das Sonnensiegel da oben, wa? Oh Mann, 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 Mann.
So, und jetzt ist hier so ein Knupsi-Knaps. Ja, jetzt kannst du nämlich die Flasche hier wegmachen. Mofe. Ah, erstmal schön die Gasflasche weggestellt. Wunderbar. Press the Switch. Sonnensiegel. Oh, ich habe eine böse Vorahnung, irgendwie, dass es jetzt wahrscheinlich richtig stressig wird. Es ist wirklich, es ist unheimlich. Man kann es nicht anders sagen, irgendwie. Es bin so. Wow! Oh fuck, Alter! Mach hinne! Mann, mach hinne! Was soll ich tun? Ja? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Na klar. Na, jetzt zieht er unsere Schiff in den Sack. Na wunderbar. Schön. Auch hier habe ich gerade leichte Flashbacks. Schabu! Und zwar Panphobia. So, wenn ich jetzt hier irgendwas durch den Bauch gestochen bekomme. Originalphobia. Ja, mach zu, das Ding. Wo keine Zeit zum Zuhören macht. Zum Zumachen. Und nun? Backpfeife. Epic Backpfeife. Thank you for playing the Lazarus Demo. We hope you release the full game early in 2023. If you enjoy the demo, consult wishlisting the game on Steam. Ja, ihr Lieben, das war die Demo von Lazarus. Wenn euch das Video dennoch so gefallen hat, wie es ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, irgendwie unterstützt den Kanal mit einem Abo und abonniert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen, wie wenn ich sagen würde. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, ihr Lieben. Bis dann.